Saarland. Wir dürfen auf wunderschöne Saarbrücken. Was man hier so im Hafen plötzlich findet. Die steht hier gerade so schön wie die Hühner auf der Stange auf einer Mauer. Deswegen gehe ich da jetzt einfach einmal lang. Hi. Hallo. So. Hallo. Ja. Yeah. That one have big pincers and a small tail. They use the pincers. That one use the pincers to kill the food they eat. And you can play a little with it. You can pick it up. So there's no poison in the steel? There's poison. There's the poison bait. You see that? It's only painful. It's painful set for 55 minutes. It's really painful, but yeah, the pain. Also, wir haben ja vergessen, aus Brasilien und Korea. Die machen ganz seltsame Sachen und das zeige ich euch jetzt mal. Sie sind auf der Fahrt und die verprügeln sich zwischendurch. Ich verstehe das Prinzip überhaupt nicht. Ich weiß nicht. Die dürfen hier Frauen verprügeln. Schaut euch das mal an. Das geht überhaupt nicht klar. Du musst es da draußen jetzt mal dokumentieren, bevor ich das zeige. Ich dokumentierte, dass wir jetzt seit bestimmt 3 Stunden keinen einzigen Baum mehr gesehen haben, dass es mittlerweile richtig kackenheiß ist und ja, sieht selbst. Ja. Wie ihr seht, sind wir jetzt hier mitten in der Wüste. Wir machen gerade Rast. Und jetzt zeige ich euch meinen Truck. Ah, es ist der Senso. Ja. Senso ist our Pilot. Crazy man. So. Ja, hier machen wir jetzt gleich richtig schön Pause. Ah, this is Eric, the Flying Dutchman. You're right? Yes, say something. Oh, hallo. Schwarzwälder Kirschtorte. Oh, fuck. Schwarzwälder Kirschtorte. Thank you. Right now, here he comes. Easy. Yeah. Looks great. So, smiling. This is it. Hey, und unser Zelt steht. Sehr gut. Canoeing 220. Come on, girls. Die Zeit läuft, ne? Wir bauen am schnellsten ab. Genau, wir brauchen keine Männer. Ja, das werden wir morgen früh mal sehen.
Okay, während Tom noch beschäftigt ist, zeige ich euch hier die wunderbare Aussicht. Unglaublicherweise sind wir nämlich direkt am Orange River. So heiß, wir haben gerade irgendwie an meiner Tankstelle getankt, haben gerade irgendwie 5-6 Getränke eingenommen, Eis und alles Mögliche. Und der Grund dafür ist das da. Sagen euch die Worte, hier kommt es an.